Ja, genau. Wir sind online. Sehr, sehr cool. Ja, so gigantisch. Ich sehe, es sind auch schon der eine oder andere live. Ja, so genial. In unserer Facebook-Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe erfolgreich im Herzensgeschäft. Auch dank Seelenruf. Und heute, ihr Lieben, habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Ursula Wieser, eine wirklich, ich sag mal, lange, wollte schon sagen, langjährige, es kommt mir schon so lang vor, wir haben so viele Hürden gemeistert, Transformationen gemacht, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr und einfach schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Chantal, dass ich da sein darf. Ich Ja, freue mich. ich mich auch. Wir sind beide ein bisschen aufgeregt. Liebe Ursula, ja, unser Miteinander hat ja ganz lustig angefangen. Weißt du noch? Es war ja eigentlich mehr ein peinliches Malheur von meiner Seite. Willst du mal erzählen? Ja, also ich habe, glaube, nie ganz begriffen, warum du das als Malheur bezeichnest. Du hattest einfach gepostet, dass du diesen Mastermind oder nein, den Seelenruf anbietest und das, weil 1. April, ja, das war so, weil 1. April war, die Ja. Leute, die heute springen, die kriegen das irgendwie zum halben Tarif. Ich habe gesagt, gratis. Glaub, die ersten 5 gratis oder so. Okay. Ja, und Aber nachher, ich dachte, alle checken, es ist ein 1. April-Scherz. nein. Es war halt. Ja, nein, ich habe es nicht so aufgefasst. Ich bin halt ja vielleicht nicht so die humorvollste oder so. Oder 1. April, 1. April-Scherze bin ich sowieso immer ins Fettnäpfchen getappt. Ja, Es war so also. klassisch. Ja. Aber eigentlich hat es vorher schon angefangen. Weißt du, ich habe unseren Mailverlauf noch überprüft und ich hatte schon am Ende des Vorjahres mit dir Verkehr. Ich muss mal ein Webinar geschaut haben Ah, und ja. einmal hast du mir noch abgesagt, das Klarheitsgespräch abgesagt und irgendetwas ist vorgefallen. Ja. Aha, okay, das Ja. wusste ich nicht mehr. Ja. Das ist sehr spannend zu wissen, ja. Ja. Und was ich bei der 1. April-Geschichte genial finde, so funktioniert Intuition, ja. Weil ich weiß noch ganz genau, ich bin da gesessen und war wie vom Blitz getroffen mit dieser Idee, die ich plötzlich so cool fand, was aber nicht meiner Art entspricht. Ich mache eigentlich keine ab 1. April-Scherze auf Kosten meiner Kunden oder potenziellen Kunden. Dann habe ich das reingetippt und habe gesagt, heute die ersten 5, bla bla, gratis. Und dann denke ich so, was hat mich da geritten? Und dann denke ich, ja, das ist eh für alle klar, das ist ein 1. April-Scherz. Und dann kommen ganz, ganz toll, ich glaube 6 oder 7, die sich beworben haben, ernsthaft. Und ich bin fast vom Stuhl gekippt. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Und dachte, mein Gott, was mache ich jetzt? Bin dann nochmals in Meditation in Verbindung gegangen und das geheißen Lach, Lach. Das haben wir mit dir gemacht, weil jetzt machst du ein Angebot und erklärst, warum es nicht gratis sein darf. Machst du ein Angebot zum halben Preis. Ja. Ah, okay, ja. Und so bist du dann reingekommen und das habe ich dann erklärt, habe mich entschuldigt. Und habe erklärt, ich möchte natürlich ein Angebot machen, aber es darf nicht gratis sein, weil sonst wird es schwierig mit der Umsetzung. Und so bist du gekommen und dann hast du sogar noch die Mastermind gebucht. Ja. Und magst du mal pitchen, weil ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass das unsere Zuseherinnen mitkriegen. Was hat sich denn da gezeigt? Ja, was haben wir im Seelenruf erfahren, was ist das Resultat dessen, womit du jetzt arbeitest? Womit ich arbeite. Also ich begleite Führungspersonen im Alters- und Pflegeheim. Das ist meine Spezialität. Also ich begleite sie und Führungspersonen im Alters- und Pflegeheim, die sehr leiden unter den politischen und auch institutionellen Rahmenbedingungen, unter dem großen Druck. Und ich helfe Ihnen, wie Sie Ihre Vorstellungen einer exzellenten und würdevollen Alterspflege
und einer menschlichen Mitarbeiterführung mit Leichtigkeit und Freude in die Tat umsetzen können. Wow. Weißt du, was jetzt gerade reinkommt? Also ich habe so Gänsehaut, ich habe es ja vorhin schon gesagt im Vorgespräch, so ein Hammer-Pitch, es wird so sehr gebraucht. Mir kommt jetzt gerade wieder in den Sinn, Corona, ja, wie viele Angehörige einfach ein Fragezeichen hatten, über Fragezeichen, aber auch die Führungskräfte. Genau. Gell? Und wenn du einverstanden bist, würde ich sehr gerne unser Video nachher oder morgen dann auch noch in meiner Fanpage hochladen. Mache ich sonst nicht, aber ich glaube, dein Pitch muss raus. Ja, ich würde das gerne überhalb vom Video, dass die Leute dich noch mehr sehen, nutzen wir ein bisschen meine Reichweite und schauen mal, was passiert. Machen wir deine Link, deine Gruppe rein, ja? Danke vielmals, das wäre ganz genial. Und ich glaube wirklich, das Thema, auch jetzt wegen Corona, das Thema Umgang mit den alten Menschen eben in den Institutionen, das war ja auch viel in den Medien, das war schon Thema in der Gesellschaft. Ja. Aber irgendwie auch nicht wirklich lösungsorientiert. Ja, viele, also ich habe viele, klar, ich lese keine Zeitungen, seit über 20 Jahren keine News. Aber ich kriege immer das Wichtige mit. Und ich habe viele Klagen mitgekriegt, aber auch von Angestellten. Und das ist genau das, was du ansprichst, ja. Die Führungskräfte, die unter den Vorgaben, politischen Vorgaben, aber auch den institutionellen Vorgaben leiden, weil sie einfach Dinge machen müssen, die nicht mehr zeitgemäß sind, die nicht bewohnerorientiert sind oder auch nicht angehörigenorientiert. Und die Mitarbeiter werden auch oft vergessen, stimmt's? Ja. Und es gibt so, weil halt diese Institutionen so gigantisch groß geworden sind, gibt es auch keine Individuallösungen. Und das finde ich das Schlimmste. Es heißt einfach, bei uns, die Direktiven sind so und die werden maschinell umgesetzt. Und ja, wow. Natürlich alles erklärbar, alles nachvollziehbar, absolut. Ich würde auch niemals irgendwelchen Entscheidungsträgern schlechte Absicht unterstellen, überhaupt nicht. Aber ich finde das noch schön, weil du so auch würdigst, alles hat einen Grund, warum es so entstanden ist. Ja? Und irgendwann waren diese Maßnahmen für den damaligen Zeitpunkt ganz bestimmt die besten. Aber es ist manchmal so, wie wenn man verpasst hätte, sich der neuen Zeit, den neuen Bedürfnissen, auch der Schnelllebigkeit, auch der Modernität und leichteren Wegen, klareren Wegen anzupassen. Ja. Mhm. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr über deine Mission erfahren. Das ist ja immer auch die Botschaft darüber, die oft meine Kunden kriegen, auch beim Seelenabruf zu wissen kriegen. Wir werden auch nachher erfahren, warum das ein wichtiger Motor ist, gerade in deinem Fall, weil die ist gigantisch. Das ist echt beeindruckend, was da deine Seele mit dir vorhat. Und ich möchte einfach an dieser Stelle, falls ich es nachher aus Versehen vergessen würde, einfach Danke sagen. Im Namen aller, die jetzt nicht sprechen können, weil sie nicht hier gerade sind, weil sie es nicht mitkriegen, die irgendwie mit deiner Lieblingsbranche zu tun haben, seien es deine Kunden, deine zukünftigen Kunden, sei es Mitarbeiter in Heimen, sei es die Bewohner, sei es die Angehörige. Danke, dass jemand wie du so mutig ist und dann nach draußen geht und sagt, ich setze alle meine Fähigkeiten, alle meine Kenntnisse, alle meine Schulungen jetzt dafür ein, hier etwas zu bewegen. Und zwar wahrhaftig, ja. Also, danke. Danke dir. Du hast mich da auf diesen Weg gebracht. Ja, weißt du, ich glaube auch, lass uns darüber reden, weil in den wenigsten Fällen bin ja ich es, sondern es fängt an mit dir, deinem Einlassen und dem der Nase nachgehen, ja, neue Wege gehen, neugierig sein, neues Terrain betreten. Du hast auch oft während unserer Zeit das moderne Lernumfeld angesprochen. Du hast es so mutig Dinge aufgenommen, die vor 2 Jahren wohl undenkbar gewesen wären für dich im Zusammenhang mit Delivery, Lernen, Lehren, Dinge gelehrt werden. Und da sind auch viele Dinge, die du mitnehmen kannst, auch für deine Programme. Aber lass uns hier doch kurz noch 2, 3 Schritte zurückgehen. Wo warst du, bevor du zu mir kamst? Weil ich weiß,
das war ja eine der größten deiner Probleme. Du hattest eine geile eigene Idee, wie du der Branche helfen kannst und hast mit dem, was in deiner Erfahrungswelt von deiner Vorstellungskraft möglich war, hast du Maßnahmen ergriffen und quasi ein eigenes, sag mal, Miniheim geschaffen. Erzähl doch mal von der damaligen Zeit. Ja, das war also jetzt ein bisschen mehr als 4 Jahre her, habe ich ein Miniheim gegründet, eigentlich eine Ferienpension für Menschen mit einer Demenz mit oder sonst altersgemäßen Einschränkungen, die zu Hause von Angehörigen begleitet und betreut werden. Und damit diese Angehörigen eben mal eine Auszeit nehmen können, sich erholen können, mal wieder schlafen, mal wieder selber in die Ferien gehen, in den Urlaub. Während dieser Zeit sind dann die Leute zu mir gekommen, mal eine Woche, mal ein paar Tage, mal 2, 3 Wochen. Ja. Und wir haben uns aufgestellt als Betrieb, Krankenkassen anerkannt, alles tipptopp, war wirklich, das hat funktioniert, dass die Struktur hat gut funktioniert. Ich habe das mit ein paar Mitarbeitenden betrieben, die haben, das war auch ein Privileg, die haben stundenweise haben die ausgeholfen, haben mich abgelöst. Genau. Und das Hauptthema in unserem Erstgespräch, erinnere ich mich noch, war dann, das hat gut funktioniert, diese 2, 3 oder gar schon 4 Jahre, aber irgendwann hast du erkannt, du bist an einem Punkt der Erschöpfung. Es dreht und wendet sich alles an deine Präsenz. Und am Ende hatten die Angestellten, die du aber clever Teilzeit eingestellt hast, unter dem Strich den besseren Lohn als du. Du musst dich jeden Monat kümmern, reicht es wirklich? Also das Thema Einnahmen, Ausgaben, in dem Sinne, was du gabst, zu geben hattest, das war nicht losgelöst von dir und deinem Genie zu verkaufen. Und es war ganz stark abhängig von dem, wie es dir geht. Also auch Urlaub war kaum möglich, sonst ist der Betrieb stillgestanden und so weiter und so fort. Und da galt es natürlich zu schauen, hey, warum hat jemand so einen genialen Mut, so einen Drive, sowas Großartiges, sogar Krankenkassen anerkannt, das ist ja auch eine eigene Bergwanderung, bis man da ist, zu kreieren, da muss doch mehr dahinter sein. Und das haben wir mit dem Seelenabruf herausgefunden. Und durch die neuen, ich sag mal, neue Wege, digital, aber auch energetisch, dein Mindset, dein Denken, aber auch dadurch, dass du querdenken, unternehmerisch, ganz anders die Sache anpackst, hat sich dein Leben komplett verändert, stimmt's? Absolut, absolut. Genau. Ist natürlich eine völlig andere Dimension. Es ist einfach diese Arbeit jetzt, Kunden digital erreichen zu können, mit ihnen so zu arbeiten. Und ich meine, das war ja auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, war das brillant, dass man das kann, mit dieser Technik. Ist natürlich etwas ganz anderes, als 1:1 Leute zu betreuen, oder? Und ich hatte ja in meinem Betrieb nur Platz für 2 Gäste aufs Mal, also war das wirklich 1:1 Betreuung, sehr nah, sehr intensiv. Und das ist natürlich schon etwas anderes. Ja, das ist eine Welt, eine ganz andere Welt. Es braucht nicht nur den Mut zur Öffnung für diese neue Welt, sondern es braucht auch ein anderes Denken. Es braucht auch Mut. Genau, und es ist halt nicht so direkt. Ich meine, wenn ich einen alten Menschen direkt betreue, ist das so unmittelbar. Da mache ich, was ich kann und was ich weiß und so. Ja. Und jetzt ist es mehr im Sinn von Training der Führung. Es ist über die Mittelsperson der Führungsperson. Ja. Und das fordert mich anders. Das fordert dich anders, aber es ist auch die Chance, dass du dein Gedankengut, deine Idee, deine Mission besser umsetzen kannst.
Und mit diesen modernsten Mitteln, wir werden wahrscheinlich nachher noch darüber sprechen, ist sie auch skalierbar. Also es ist machbar, dass nicht wie bei Mozart und bei Beethoven du zuerst sterben musst, bis es in die Welt rausgeht, sondern dass du das alles selber noch rockst durch die Skalierbarkeit, ja, dank dem Internet, wenn man es richtig macht. Genau. Genau, da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Also sag mal, was waren damals deine größten Ängste, bevor du das Coaching gebucht hast oder auch, wo du das Angebot gekriegt hast? Also, bevor ich gebucht habe, habe ich schlichtweg online nach mehr Kunden gesucht. Ich habe wirklich für meinen damaligen Betrieb gesucht, weil ich das andere ja noch nicht kannte. Das heißt, ich kannte es schon, aber das habe ich nicht aktiv gesucht da. Mhm. Meine Angst war eigentlich, dass ich, ja, meine Vorstellung war damals so ungefähr, dass ich bis zur Pensionierung irgendwie noch 6 Jahre oder so in diesem 1:1 Betreuungsmodus weiterarbeiten werde, mit einem bescheidenen Lohn, mit langen Tagen, manchmal gestörten Nächten und so. Das war so meine Angst, dass ich das kräftemäßig nicht stemmen könnte. Und dann habe ich dich getroffen und hatte dann ja natürlich die Angst, das Ganze, was ich da kennenlernte, das war wirklich Neuland. Ich glaube, ich konnte gar nicht so genau abschätzen, auf was ich mich genau einlasse. Mhm. Und das war gut, weil das Ganze wäre wahrscheinlich so überwältigend gewesen, sonst von Anfang an. Könnte man es einschätzen aus der damaligen Sichtweise? Könnte man überhaupt einschätzen, brauche ich das, brauche ich es nicht? Nein, konnte ich nicht. Also es ist überwältigend, weil mein Leben hat sich wirklich um, ich weiß nicht, 180 Grad oder überhaupt völlig verändert. Ich bin davon ausgegangen, dass ich ein zweites Standbein aufbauen kann für die Tage und Wochen, wo ich keine Gäste habe. Ja. Und das habe ich dann ziemlich bald kapiert, dass das überhaupt nicht geht, dass das Das auch nicht die Idee ist und dass du damit zu wenig bewirken kannst, ja. Für dich, für deine Leute, aber auch für die Mission. Genau. Würdest du es heute wieder machen? Nach dem Wissen, was du jetzt hast? Ja. Unbedingt. Ja. Keine Frage. Ja. Was würdest du denn jetzt den Zuseherinnen, die jetzt vielleicht hier uns an den Lippen kleben, man weiß ja nicht, aber die eine oder andere werden dieses Video vielleicht schauen und sagen, okay, ich bin auch in dem Moment, wo ich zögere, wo ich kaum begreife, worum geht es, wenn ich mit der Chantal arbeite. Ich möchte es aber begreifen, will es verstehen, ich will es kontrollieren. Die haben die Angst, das ist ein Investment. Wo geht es denn wirklich hin? Ich will mehr wissen. Und sie kriegen nicht mehr zu wissen, weil es auch nicht darum geht, alles zu wissen, wie du jetzt gerade empfohlen hast. Es ist besser, nicht alles zu wissen, weil man es nicht bewältigen könnte. Was würdest du den Unternehmerinnen, die an dem Punkt sind, erzählen aus der jetzigen Perspektive? Denen würde ich sagen, ich würde denen erzählen, dass etwas vom Wichtigsten, was ich bei Chantal gelernt habe, ist dieses Gewahrsein bei sich zu sein. Du sagst dann bewusst bei mir. Mhm. Und all die Argumente, oder nein, nicht Argumente, das, was du jetzt aufgezählt hast, das sind ja alles Kopfsachen. Ja. Das Geld und die Zeit und kann ich das und all das. Und das haben wir bei dir, oder habe ich so schön gelernt, dieses bei mir sein, bei meiner Seele, bei meinem inneren Menschen und ins Vertrauen zu gehen, in diese höhere Macht oder in das höhere Selbst, wie immer der Mensch das definiert, und Vertrauen zu haben und nicht wissen, was ist denn in 2 Monaten oder in 3 Wochen, sondern Schritt für Schritt sich leiten lassen. Ich habe in dieser Zeit, bevor ich mit dir angefangen habe, habe ich für meine 5 persönlichen Werte definiert. Und der wichtigste und der oberste Wert war Sicherheit. Ja.
Und ich habe den so definiert, nicht nur, weil ich Sicherheit brauche, sondern weil ich auch Sicherheit gebe, berufsbedingt. Ja. Mhm. Und ich fand das Ganze ein toller Wert. Und ich habe den bald einmal ausgetauscht gegen Vertrauen. Also, wow. Und das ist mir gelungen, weil wegen diesem Training bewusst bei mir zu sein. Ja. Und Vertrauen, das kann man immer aufrechterhalten, kreieren. Ich sage ja immer gerne, wenn einem alles genommen würde, ne, diese hypothetischen Gedanken mache ich gerne, um zu überprüfen, was ist für mich ein Wert, der stimmt oder den Weg, den ich gehen möchte für die aktuelle Frage. Wenn mir alles genommen würde, man kann mir die Sicherheit, die ich Sicherheit nannte, nehmen. Aber das Vertrauen, was ich jederzeit aufbauen kann, bewusst bei mir zu sein, kann mir niemand nehmen. Ja. Und das, ja. Ich glaube auch, dass das ist die Kraft, die Leute haben, die zum Beispiel in Krisengebieten, irgendwelchen Umweltkatastrophen oder Kriegsopfer oder so, diejenigen, die da unversehrt oder weniger versehrt draus gehen, die haben diese Fähigkeit, bei sich zu sein im Moment. Ja, das glaube ich auch. Ja. Oder jene, die aus krassen Schicksalsschlägen herauskommen. Ja. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass wir zuerst sowas kreieren müssen, um uns das zu erlauben. Ja. Was ist, wenn die Seele vorher anklopft? Und meistens ist es bei solchen Symptomen, wie wir bei dir erkannt haben, zum Beispiel, dass man ständig müde ist und einfach sich kaum mehr vorstellen kann, dass es für die Zeit, die dann wäre, noch reicht oder dass es ständig mit dem Geld irgendwie hapert und knappert und andere Problemchen, vielleicht auch dann die Beziehung, die zu wackeln beginnt oder gar nicht da ist, wie man es nicht wirklich wünscht und so weiter und so fort. All diese spiegeln im Alltag, ja, wie sich die Auswirkungen zeigen, wenn wir nicht wirklich unsere Echtheit rocken. Mhm. Und dann haben wir bei dir einen Seelenabruf gemacht. Und wie war das für dich? Das war schon speziell, also es gab ja da diese Vorbereitungsarbeiten. Mhm. Ich erinnere mich vor allem an die eine, wo wirklich mein Leben nochmal aufgezeichnet wurde, oder ich habe es aufgezeichnet, auch mit dem ganzen Schmerz, der da ausgelöst wurde, mit dem ganzen Mist, was da alles passiert ist. Ja. Und das dann zu haben, eigentlich als Ausgangslage, und dann kam dieser Seelenabruf. Ich erinnere mich, es hat zunächst technisch irgendwie auch nicht geklappt und wir mussten das noch einen Tag verschieben. Also es war schon, ja, es war ist auch schon was gelaufen. Eine kleine Hürde, aber in dieser Session konntest du mich halt so führen, dass ich irgendwie eben so sehr bei mir war und ich weiß gar nicht mehr. Einfach du hast Fragen gestellt und ich konnte die beantworten und ich denke wirklich, meine ganze Seele, was alles da drin war, alle Wünsche, die zum Teil stark verschüttet waren auch, mhm. Sehnsüchte, ja. Die kamen ja. An die Oberfläche, mhm. Und darüber haben wir nicht geredet, ich habe die genannt und du hast sie aufgefangen und so ist dann dieses, und so ist dann dieser Auftrag oder so, sage ich dem mal, eigentlich zustande gekommen. Es ist, und was mich halt, mich hat das wahnsinnig, was mich hat immer die Hildegard von Bingen so fasziniert, schon in früheren mhm. Jahren. Mhm. Und ich habe das dir ja gesagt, vom Moment an, als ich die Gerontologie-Ausbildung machte, wusste ich eigentlich, ich möchte Heimleiterin werden. Mhm. Und dass das so wie jetzt in einer anderen Form, aber dass ich all das Wissen, was ich mir angeeignet habe, doch jetzt so weitergeben kann, das ist für mich ganz, ganz speziell. Und das ist so echt, das ist das, was mich immer berührt. Ja. In irgendeiner Form hat jeder, der bereit ist für den Seelenabruf, das, was er da zu hören und zu sehen kriegt, schon auch durchgemacht. In irgendeiner Form. Es muss nicht genau die Form sein.
Aber du bist so echt dann, wenn du darüber redest und mit deinen zukünftigen Kunden redest und arbeitest. Und du kannst so dahinter stehen, was du weitergeben wirst. Und ich weiß es, du hast jetzt schon die ersten Erfahrungen mit deiner 101-Kundin machen dürfen. Und ich glaube, du kannst jetzt schon bestätigen, wie einen das auch wieder uplevelt, wie das berührend ist zu merken, mein Gott, das funktioniert, ich kann wirklich Dinge geben, was sie braucht, wo man sich selber so schnell klein macht, stimmt's? Ja. Weißt du, wenn ich gerade in der letzten Sitzung, wenn ich etwas sage, ich weiß nicht mal mehr, was es war, und sie dann einfach so berührt ist und anfängt zu weinen und sagt, du bist so gut. Die fühlt sich einfach gesehen und gehört. Und es ist also es ist Hühnerhaut, oder? Ja, und genau wenn, so wird es sein. Wenn ich dann spürte, was ich einfach durch meine Präsenz und auch durch mein So-Dasein bewirken kann, das ist ein Geschenk des Lebens an mich selber. Und das bedenken wir oft nicht, wenn wir uns kümmern darum, wie können wir, die meisten haben ein Kundengewinnungsproblem oder ein Geldproblem, ja, wenn sie sich mit Marketing befassen oder auch mit neuen Möglichkeiten, digitalen Möglichkeiten. Und daran denken die wenigsten, dass wir verkaufen nicht Tools, wir verkaufen nicht Praktiken, Taktiken, Vorgehensweisen, das machen aber die meisten und dann verkaufen sie nicht. Sondern der Kunde will dich spüren. Der will, wie du sagtest, deine Energie. Ja, und du hast sie ja auch so angezogen, aber darüber reden wir später noch. Was ich noch gerne besprechen möchte, im Seelenabruf haben wir bei dir was Gigantisches noch erleben dürfen. Das berührt auch mich immer wieder. Und es passiert auch immer wieder. Ich darf erfahren, dass ich vorwiegend Unternehmerinnen wie dich anziehen, die eine große, große Mission haben, die, wenn sie den Mut haben, nicht alle haben dann leider den Mut oder noch nicht gerade sofort, wenn sie den Mut haben, sehr viel bewegen dürfen in unserer Gesellschaft oder in der Nische, worum es geht und, und. Und bei deiner Mission, erzähl doch mal, also wir haben nicht nur das Gefäß gekriegt, womit du jetzt unterwegs sein kannst, was du verkaufst, wen du bedienst, wem du hilfst, sondern wir haben noch mehr erfahren dürfen, was dann deine Seele mit dir vorhat. Ja, dass das so sein wird, dass ich ja wahrscheinlich aus meinem Kundenkreis, die ja dann so bei mir sind, weil sie schon so sind, oder sie sind so, weil sie bei mir waren, irgendwie so, passen wir zusammen und mit denen werde ich Angebote der Altersbetreuung und Pflege kreieren. In welcher Form ganz genau, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, aber es kommt dann rein, wenn es soweit ist. Richtig, die Zeit, im Moment geht viel auch auf dem Altersmarkt und das wird sich zeigen, aber da freue ich mich sehr natürlich. Und das berührt mich so, weil eigentlich schließt sich ein Kreis wieder. Da, wo du schon mal warst, mit deiner damaligen Mini-Version von Heim, wo du gesagt hast, ich bin hier, ich habe den Mut, ich schaffe das, wohinter ich stehe hinter dem bisherigen Konstrukt Altersheimführung nicht mehr, ich mache mein eigenes Ding, das wird mit deiner großen Mission wieder möglich und zwar echt groß. Ja? Dadurch, dass du jetzt rausgehst, dich sichtbar machst als Mentorin, als Begleiterin für diese tollen, starken Führungskräfte, die jetzt da draußen an der Front sind, sie unterstützt quasi Backend, neue Werte, neue Energien, neues Denken reinzubringen, dass du am Ende eine Community hast, die bereit ist, mit dir zusammen Großes zu bewegen. Mhm. Und es braucht, deine Seele hat das auch gesagt, und es ist total stimmig, also ich kenne mich in der Branche nicht aus, aber wenn ich schaue, was alles ist, also wie gesagt, ich habe für meine Eltern schon Platz reserviert. Bei dir? Die haben dann den VIP-Platz. Nein, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ist etwas, auch wenn jemand noch nicht darüber nachgedacht hat, früher oder später kommen wir an den Punkt, müssen wir darüber nachdenken. Und dann sind wir dankbar, ist jemand wie du und all die Leute, die dich kennenlernen werden und mit dir deine Werte in deine neuen Horizonte, die neue Welt, die neuen Wege gehen, dann den Mut haben, neue Institutionen zu schaffen
Und das ist ein geiles, gigantisches Projekt. Mhm. Ja, und da du wirst gebraucht. Und das kommt mir jetzt schon zugute, durch dass ich schon mal so gegründet habe, ist das das zweite Mal dann irgendwie wie weniger. Ja. Und es wird aber größer sein, mehr Impact. Es wird so sein, dass du keine Gedanken haben musst über deinen Lohn, im Gegenteil. Ja? Dass du auch nicht dir Gedanken machen musst, wie wird es finanziert, sondern es ist da, du hast es schon kreiert, du hast so ein geiles Netzwerk dann. Genau. Sehr schön. Wie war denn jetzt für dich die Zeit in der Mastermind? Ja, diese Monate, da geht man ja durch eine Transformation, man geht zwei Schritte vor, dann wieder gefühlt einen oder zwei zurück oder immer ein bisschen anders. Wie war das für dich? Genau. Also diese Mastermind habe ich ja wirklich gebucht, weil ich nach den 3 Monaten Seelenabruf gemerkt habe, da geht es um mehr. Das ist nicht nur eine Weiterbildung oder so irgendwas, was ich mir da reinziehen kann, irgendwelches Wissen. Da geht es wirklich um diesen Mindshift und da weiß ich ja auch von der Hirnphysiologie her, das braucht Zeit, um sich zu konsolidieren. Ja. Jetzt hintendrein, da denke ich manchmal, ja, was habe ich denn die ganze Zeit getan? Und ich glaube effektiv, es hat Rückschritte gegeben. Ja. Ich bin nicht immer mit Full Drive, mit 120 auf der Überholspur gegangen. Leider, vielleicht hätte ich mehr, ich weiß nicht. Es war einfach glaube, es war alles richtig, wie es war. Es war alles richtig und während dieser Zeit habe ich wirklich profitiert von den regelmäßigen Calls. Ich habe nicht oft gefehlt, meine ich, weil ich wusste, das ist Nahrung für mich. Seelennahrung. Seelennahrung, ja genau. Und einfach auch, um dran zu bleiben. Ja. Es ist doch, du hast es ein bisschen angedöhnt, was es im Gehirn auslöst, wenn man so ein Shift, so eine Einladung für eine krasse Änderung kriegt. Aber es ist ja auch für uns als Gewohnheitstier ganz wichtig, dass wir uns hier das ganz bewusst und liebevoll vornehmen, das Neue zu integrieren. Ja. Genau, genau. Was, ja, bitte? Ja, nein, ist gut. Und wenn jetzt einige hier sind, die in sowas drin sind, bei mir oder woanders oder in einer Kooperation oder was auch immer, was würdest du empfehlen? Oder vielleicht sogar alleine unterwegs sind, was würdest du empfehlen? Darf ich zurückfragen, wie meinst du, dass die in so etwas drin sind? In so einem Prozess, wie du gerade beschrieben hast, den du in der Mastermind erlebt hast. Du weißt von deiner neuen Vision, willst dafür gehen, du brennst, du spürst, ja genau, es braucht Neues. Was würdest du empfehlen für diesen Weg, dass der ein bisschen vielleicht leichter ist? Manchmal mag es für die einen oder anderen schwer sein, weil es doch eine Wende ist, Dinge neu programmieren, neue Gewohnheiten, Dinge loslassen, die vielleicht auch schwer waren, aber auch die man gemocht hat. Ja? Was würdest du da empfehlen? Also, ich würde denen raten, halt schon einfach mit einer Begleitung, mit einem Coach dran zu bleiben. Weil das ist etwas, was ich mittlerweile übernommen habe und dran glaube, weil ich davon überzeugt bin, dass es gut ist, wenn man mit jemandem geht, der schon da ist, wo ich hin will. Ja. Dass es sehr darauf ankommt oder auch diese Aussage, dass ich bin der Durchschnitt der 5 Leute, mit denen ich mich am meisten umgebe, ist sehr beeindruckend, vor allem wenn du vielleicht familienmäßig oder so schon 4 Leute am Familientisch hast und denkst, ja. Also unbedingt sich begleiten lassen, unbedingt einfach, und zwar nicht weil man es nicht begreift oder weil man irgendwie ein zu schwach ist, sondern einfach, weil der Mensch ist träge, man fällt so schnell in etwas zurück, man verliert so schnell, es ist wie mit dem Muskel, oder? Man tut mal 2 Wochen nichts und schon kann man wieder von vorne beginnen. Es ist ein bisschen das. Und dann, was bei mir noch, ich weiß nicht, das musst du sagen, bei mir speziell stark ist oder einfach, ich empfinde es als speziell stark, meine kleinen
Ah, ich sage den kleinen Männchen, das ist, dem habe ich einen Namen gegeben, der heißt Plum, weil der macht so, dass wenn er spricht, dann macht es bei mir Plum. So. Ah, die Energie fällt zusammen. Die fällt zusammen und das sind all die Stimmen, die Terrorbarrieren, kann man dem auch sagen, die da sind, die mir sagen, ja, bist nicht genug, was soll dein Pitch und wer bist du denn schon? Und, ja, und genau. All diese Mindfuck, oder? Ja, Mindfuck, es ist nichts anderes. Ja, genau, und dafür, also ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich glaube, man braucht da Begleitung. Wenn man allein unterwegs ist, geht das nicht gut. Großartig. Also wenn das jemand hört und bestätigen kann, schreibt doch das gerade unter dem Video hin, dass ihr das auch so empfindet und warum ihr eine Begleitung empfiehlt. Das hast du so schön beschrieben. Manchmal merkt man gar nicht, dass man so in einer Story drin ist, die einem ein Blumen macht. Ne? Ja, und es ist, für mich war es auch nicht ganz einfach, das zu lernen, zu unterscheiden, was ist so ein Quatschi, der mich zudröhnen will und was ist wirklich meine Intuition. Ja. Wir haben das dann gelernt, wie man das spüren kann, aber das war für mich nicht so ganz einfach zu Beginn. Ja. Und deshalb ist es schon gut, wenn da im Außen jemand ist, der spiegeln kann und wieder mal eine gute Frage stellen kann oder so. Wow, so schön. Das würde ich empfehlen. Was gibt es sonst noch? Ja, ich meine, was halt sehr wertvoll ist, auch in so einem Programm, ist die Mitreisenden, oder wie sage ich denen, nicht die Mitstudierenden sonst, aber... Ja. Und da braucht es manchmal so wenig. Ich habe das so eindrücklich gemerkt, in einem der Leadership-Seminare hat eine Kollegin nur einen Satz fallen gelassen, der hat bei mir so viel ausgelöst. Boom. Ja. Einfach so oder so und so profitieren wir. Das ist so beeindruckend. Ja, das ist auch für mich immer wieder tief berührend, weil wir können davon ausgehen, dass die Leute, die gerade mit uns auf dem Weg sind, dass das kein Zufall ist. Ja? Also auch wenn jemand anderes gerade gecoacht wird, dass es immer auch darum geht, dass man da was mitnehmen soll und zwar heute und nicht irgendwann. Ja? Genau. Ja, und wie war denn für dich, du hast gerade die Leadership-Seminare angetönt, wir waren da ja ein bisschen, sag mal, crazy unterwegs, nicht immer in der Schweiz. Damals waren wir ja letztes Jahr auch noch in Dubai, das war da noch super möglich, dieses Jahr ging es jetzt nicht. Und ich weiß noch, da hast du auch eine Transformation durchgemacht. Wie war das für dich? Was hast du dir vor der Reise eingeredet vom Quatschi und wie bist du damit umgegangen, wie war es nachher? Ja, also das war wirklich crazy, weil ich wusste ja, das war im Programm 3 Leadership-Seminare, da freute ich mich auch drauf, aber als du dann ankündigst, dass das in Dubai wäre, da bin ich schon verschrocken, weil ich bin so ein bisschen ein Öko, nicht gerade ein Öko-Fundi, aber ja doch, ich bin sehr bewusst unterwegs, auch mit der Umwelt. Und solche Reisen sind für mich tabu und Dubai, das war von meiner Vorstellung so einfach ein Inbegriff eines Sündenpfuhls oder ich weiß auch nicht, so, ja. was soll ich jetzt dort? Die ganzen Vorbereitungsarbeiten, das war dann so das, was wir ja auch lernten bei dir, diese Komfortzonen zu verlassen und das Stretchen von zu was wir auch noch imstande sind. Und es war für mich dann eine ganze Aufregung, schon fast nur nach Zürich zu gehen und den Pass, einen Pass abzuholen, weil ich hatte nicht mal einen Pass. Und da ich eine Nichtfliegerin bin, dann auch die Reise am Flughafen und so, das war nicht ganz ohne. Und als ich dann ankam, das war eben schon interessant, als ich dann dort war, ich habe das sowas von genossen. Einfach dieses, was war es, ein 5-Stern-Hotel, 6-Stern-Hotel, ja, 5-Stern-Hotel. Und diese Freundlichkeit von der Belegschaft, dieses bewirtet werden, dieses einfach so Madame spielen und so. Und habe gemerkt, eigentlich ist das ganz tief in mir ja angelegt. Eigentlich. Ja, oder, danke. Ja.
Und ich konnte im Vorfeld mir nicht vorstellen, jetzt all diese Coaches, die sagen, ja, du musst nach Singapur und nach ich weiß nicht wo, Dubai und so, da ist die Energie hoch. Und da habe ich gedacht, ja, bei uns ist die Energie auch hoch, aber ja, irgendetwas hat es. Es hat man, was. Man ist weg aus dem üblichen Umfeld. Ja. Man leistet sich Dinge, die, ja, ich meine, schon nur, wenn ich da die daran denke, den ganzen Tag hatten wir da diese Früchteschalen und ja, ad libitum konnten wir uns da mit den besten Früchten. Mhm. Also, es war einfach, ja, es war ein Leben im Schlaraffenland, 5 Tage lang. Manifestieren konnten wir auch so gut üben. Warst nicht du auch eine, die gerade ein Upgrade gekriegt hat? Oder war das jemand anderes? Im Zimmer? Nein, ich nicht. Nein. Aber ich hatte sowieso mehr Sicht und ja. So geil. Ich glaube, die Energie, die du vorhin abgefragt hast, was ist es genau? Es hat sehr viel mit demselben zu tun, was du vorhin mit den Menschen, den 5 häufigsten Menschen, die uns umgeben, die beeinflussen uns auch bewusst oder unbewusst, meistens unbewusst. Und das ist ähnlich, die Örtlichkeit. Ja? Und wenn man sich Orte aussucht, wo es nicht nur von der Natur her, das ist ja gigantisch, die Wüste da und das Meer und das Klima, was alleine von der Natur her die Örtlichkeit beeinflusst und die Tatsache, dass da ganz viele erfolgreiche Menschen sind und auch Menschen, die ihr Leben wirklich verändern wollen. Also sie sind vielleicht noch arm, zum Beispiel die im Hotel arbeiten. Aber ich habe mit einigen geredet, das ist so berührend, die haben Ziele, die meisten haben Ziele. Oder die sind dort, weil ihr Leben massiv besser ist dort und sie schicken Geld nach Hause. Dank Leuten wie uns, ja, die auch Ziele haben, die auch wohin wollen. Und hier die hohe, das ist tatsächlich eine hohe Energie. Ist ganz bestimmt nicht alles gut und perfekt und man könnte jetzt noch über die Religion diskutieren und alles. Na, man kann alles zerreden, wenn man will, es ist nirgends überall perfekt. Aber sich das zu holen, was man braucht, ich glaube, das ist die Kunst. Mhm. Und ich vergesse nie, wie du gestrahlt hast da. Also du hast sowas von gestrahlt. Mhm. Ja, und auch, obwohl du Hitze-Beliefs hattest, die hatte ich auch früher. Das, genau, das alles, sobald man sich erlaubt, dass man diese Glaubenssätze sprengen kann, passieren Wunder. Ja. Genau. Ja. So schön. Wir haben jetzt gerade ein bisschen deine Magie angesprochen. Das war ja schon beeindruckend für mich. Von Anfang an haben wir das beobachten dürfen. Also nicht nur ich, auch die anderen. Und haben es eher gesehen als du selbst. Ja? Du bist eine Magierin. Du hast buchstäblich erreicht, was du willst. Ja? Du hast vorhin von diesem Energiefeld gesprochen. Möchtest du kurz erklären, was du da machst? Wie meinst du, was ich da mache? Wie ich das kreiere oder so? Ja, wenn du merkst, das will ich, und dann machst du ein Energiefeld, hast du erklärt, ganz leicht, und dann weißt du, so wird's. So ist es. Punkt. Und dann ist es. Genau. Also ich habe ja dann irgendwann gemerkt, dass ich das schon länger mache. Ich habe ein Kleid und das wollte ich immer haben. Und dann habe ich mir das mal aus dem Katalog ausgeschnitten und aufgeklebt. Damals wusste ich noch nichts von Vision Board und so. Aber das funktionierte, oder? Das Kleid ist jetzt da. Und du hast uns das auch gelehrt, dass mit dem Visualisieren, mit dem Vision Board, wirklich sich das auch gestatten, den Wünschen und so, die da vielleicht nicht so greifbar sind, denen eine Form zu geben. Ja. Und sichtbar machen und die auch im Blickfeld haben. Ich habe da mein Vision Board da an der Wand und uns immer wieder daran erinnern, was wir eigentlich wollen und auch warum, oder? Ja, warum? Ja, genau. Ganz und irgendwie kann ich das effektiv so kreieren, gerade mit dieser Kundin, die das Upgrade gebucht hat. Ich habe mich natürlich gedanklich immer, also ich bin sowieso immer mit ihr verbunden, aber am Vorabend speziell, ich habe mich darauf vorbereitet, auf das Coaching und habe mir einfach vorgestellt, auch wie ein weiterführendes Coaching auf ihr Leben noch könnte einen guten Einfluss haben und dass es ihr gut tun würde. Und
irgendwie bin ich mit einer Gewissheit ins Bett gegangen, dass das kommt, das wird kommen. Und 12 Stunden später hat die zugesagt. Ja. Geil. Du hast jetzt das Rezept zur Kundengewinnung. Nebst dem, dass du klar ausgerichtet bist, eine Nische hast, eine Mission hast, weißt, wie Sichtbarkeit funktioniert, dein eigenes digitales Ökosystem für deinen Kunden. Du hast ja auch erfolgreichen Funnel gebaut, ja. Gratuliere nochmal. So ein schönes Werk. Also man spürt so deine Energie dahinter, zwischen allen Zeilen, in jedem Bild, jedem Video. Ja, möge dein Funnelwesen ganz, ganz viele deiner Lieblingskunden erreichen und dir die in dein Schöpfungsgefäß führen. Ja. Wie geht es denn jetzt weiter bei dir? Ja, also eigentlich bin ich jetzt ein bisschen an einem Knotenpunkt, weil irgendwie ist die Rakete jetzt bereit zum Zünden. Ich habe jetzt mein Programm launche ich jetzt so, dass mein Wunsch ist es, dass ich mit einer Klasse, mit einer Gruppe starte. Ja. Und das kündige ich so auch an, dass ich am 24. August mit mindestens 5 Leuten an den Start gehe. Ja. Und so mal die nächsten 3 Monate dann vorgeplant sind. Und Darf ich einen Tipp geben? Maximal. Sag maximal 5 Leute. Ja, dann ist es für sie verknappend und sag, sie sollen sich bewerben. Und dann kannst du immer noch öffnen. Das ist nur für mich die ja. Ach so, deine Bestellung. Ja, sehr gut. Ja, genau. Deine Bestellung. Das Maximum ist bei mir bei 8. So, wow, mehr möchte ich nicht. Aha. Ja, nein, genau. Ich werde das da nicht so ankündigen. Ja. Und das wird ein gerüttelt Maß an Arbeit geben, weil wir kreieren ja das Programm mit den Kunden, weil ich mache das, was ich am liebsten mache. Das habe ich immer am liebsten gemacht. Ich mache Maßschneiderei. Ja. Nicht einfach. Die erste Gruppe darf mitschneiden. Ja, also die hilft dir auch im Feedback, im Gehen, jeden Tag. So genial, das ist brillant, das genau so, wie ich es unterrichte. Verkaufe, bevor es kreiert ist, weil sonst kreiert man immer am Kunden vorbei. Ja? Genau. Auch wenn man sich noch so gut auskennt. Wie viel kostet denn dein Programm? 9.000? Nein, 8.000 war im Seelenabruf. Ja. Und jetzt für die erste Gruppe, das ist dann so eine Beta-Runde. Du machst einen Beta-Preis. Ein bisschen günstiger, ja. Ja. Das ist sehr gute Gelegenheit. Gut zu wissen, ja, wir werden das Video spreaden. Also alle, die das jetzt hier hören und wissen, ihr kennt jemanden, der in der Altersheimbranche tätig ist, vielleicht sogar eine Führungskraft, ja. Und ihr spürt diese Message hier von der Ursula, ist wichtig. Teilt das Video, ja, und teilt, ich werde es nachher dann hochladen auf der Fanpage. Geht, schaut danach bei House of Coaching, dann könnt ihr es teilen, hier leider nicht. Aber helft Ursula, ihre erste Klasse zu führen. Danke. Und die Message rauszubringen. Ja? Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr das Video teilt, 2-3 Sätze, warum ihr das teilt oder warum ihr denkt, ist diese Mission von der Ursula so wichtig. Ja? Helfen wir dir ein bisschen. Und du hast auch im Abschlussgespräch, also ich committe, dass du gesagt, 6-stellig willst du dieses Jahr noch erreichen und das wird sie erreichen. Jetzt machst du es genauso, wie du es vorher erklärt hast. Ja? Und wenn ich da noch sagen darf, also das ist jetzt nicht nur Eigenwerbung auch, okay, aber auch Werbung für Chantal. Wirklich, ich kann sagen, der Preis, der mag einem horrend vorkommen. Ja. Aber es ist unendlich. Also ich weiß nicht mal, wenn ich den Preis für Chantal festlegen müsste, was ich da sagen würde, weil es ist einfach für mich dermaßen wirklich lebensverändernd. Es das, was ich wirklich bezahlt habe, ist mehr als gerechtfertigt. Also wirklich, es hat so viel mehr geboten. Und ich meine, auch ich könnte meinen Klienten so viel mehr bieten als man sich denken kann. Also, ich freue mich schon so sehr, wenn du dann wieder eine Mastermind buchst und wir dich dann begleiten dürfen, wenn du die ersten Leute in ihr Upsell, in ihre Mastermind dann
Das ist so wichtig, weil das ist dann die Brücke für deine Mission. Das würde mich freuen, wenn wir dich begleiten dürfen. Aber wie auch immer, genau. Ja. Ich habe schon deine Gruppe gepostet. Wir wünschen dir von ganzem Herzen so viel Erfolg in deinem Launch. Wir helfen dir noch ein bisschen. Hättest du einige Schlussworte, warum du mich empfiehlst, nebst dem, was du schon gesagt hast? Vielen Dank. Warum kannst du mich empfehlen? Also ich kann dich wirklich empfehlen, weil das, was wir jetzt alles gesprochen haben, das ist für mich, es war jetzt fest in diesem seelenhaften Charakter. So Seelenabruf, vielleicht wissen die einen nicht genau, was damit. Und das ist der eine Part, den ich an dir immens schätze, dieses Feinstoffliche, dieses Seelenhafte, das Weiche auch. Mhm. Aber, ja wirklich, aber du paarst das mit diesem ganz glasklaren und taffen Businesswoman-Wissen und Können, was du uns auch beigebracht hast, wirklich die Arbeit mit Zahlen, mit Fakten, mit Zielen, Dinge tracken, Wissen, auswendig Wissen, wie sind denn deine Zahlen heute? Und das gepaart, das ist einfach, das ist Gold wert und das ist, ich meine, das ist selten. Ja. Vielen Dank. Jedenfalls meine Weiterbildungen, die ich bis jetzt gemacht habe, die haben diesen Seelenanteil nicht gehabt und man braucht beides für erfolgreiches Business heutzutage, bin ich überzeugt. Ja. Wow, großartig. Danke, danke, danke. Ich glaube, das ist ein exzellenter Schlusspunkt, den du hier gesetzt hast für alle, die vielleicht noch ein bisschen gezweifelt haben. Und ihr Lieben, die das jetzt so später seht, feiert doch die Ursula noch ein bisschen ab und wünscht ihr das Beste. Geht dann morgen das Video für sie teilen auf meiner Fanpage House of Coaching. Vielen Dank schon vorab dafür mit einigen persönlichen Zeilen. Und falls jemand jetzt denkt, okay, die Ursula hat mir jetzt geholfen, letzte Zweifel in der Zusammenarbeit mit Chantal zu verschwinden lassen, die buchen doch jetzt ein Gespräch. Ich habe diese Woche zwar fast keine mehr, aber du findest den Link dann noch unter dem Video und du schaust, wann du es dir richten kannst. Buchst ein Klarheitsgespräch und wir schauen, was du brauchst. Und ansonsten schau auf der Webseite houseofcoaching.ch oder bewusstbeimir.ch rein. Vor allem die Seite Arbeite mit mir wird dich interessieren. Liebe Ursula, danke für deine Zeit. Jetzt haben wir doch ein bisschen überzogen. Ich wusste doch, es nimmt uns irgendwo noch einen Ärmel rein. Und es war so inspirierend, von dir, von deiner Erfahrung zu lernen, zu erfahren, wie es für dich war, was du empfehlen kannst. So wertvoll. Und von ganzem Herzen. Rocket Baby! Wuhu! Vielen Dank, Chantal. Es war mir eine Ehre, bei dir im Interview gewesen zu sein. Vielen, vielen Dank. Und auch dir alles Gute. Danke, danke, vielen Dank. Du bleibst noch kurz dran. Tschüss. Tschüss. Ciao.